Aber das sehen halt manche Leute nicht. Aber es ist, aber wie ich ja gerade eben schon sagte, hauptsächlich bei YouTube. Hier ist es ja eben nicht so der Fall, weil ihr guckt ja live zu, also von daher. Ich bin eher der Typ, der sich vorbereitet für ein Spiel. Nee, ist klar. Wenn ich LP anzuschaue, weiß ich, welche Fehler ich vermeiden kann. Ja, siehst du, insofern. Ja, was heißt Fehler vermeiden? Das ist ja auch egal. Ich meine, man soll ja auch Fehler machen. Und das ist auch eben das. Ich bereite mich zum Beispiel nicht vor, weil das eben das einzig Realistische ist. Weil wer... Also ich weiß nicht, ich habe das noch nie irgendwie... Ich habe das noch nie irgendwie gemacht, dass ich irgendwie mich vorab beim Spiel informiert habe oder beim YouTuber informiert habe, wie er ein Spiel spielt. Keine Ahnung. Also wenn ich mal tatsächlich irgendwo nicht weiterkomme, okay. Das ist klar. Aber ansonsten... So, ich wollte eigentlich diese Umrandung bauen, ne? Aber kann ich die Umrandung bauen? Das geht irgendwie gar nicht. Kann auch sein, dass ich das erstmal erforschen muss. Anatomie 2, dafür brauche ich 30, das habe ich noch nicht. So, Keramik, dafür brauche ich auch schon wieder 5. Wo war denn das, sag mal? Da, Steinhauerei, das brauche ich eigentlich. Dafür brauche ich dann ja aber auch schon wieder diese ganzen blauen. Ah, spirituelles Wissen über die Geisterwelt, ja. Das muss ich nochmal. Das ist aber mal eine Frage an euch. Das könnt ihr mir ja beantworten. Wie kriege ich nochmal die blauen Punkte? Ich habe das zwar schon mal irgendwo gelesen, aber konstruktiv kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Na, also wie kriege ich diese blauen? Die sind auf jeden Fall für die Geisterwelt. Ich weiß nicht, ob wir da Punkte kriegen, wenn wir das hier zum Beispiel verbessern. Den ganzen Krempel hier. In der Kirche, okay. Glasbrennen geht am besten. Na, Glasbrennen, das habe ich, glaube ich, erforscht. Weiß ich jetzt gar nicht. Keramik, wertvolle Materialien. Wo hatte ich denn das? Da war Essen, das war das. Da, Glasbrennerei, dafür brauche ich denn eine Glasbläserei, dafür brauche ich dann aber eben halt auch diese 10 Punkte. Ne, da, das Glas, okay. Gefertigt an Ofen. Ofen 3. Ach so, okay, ein Ofen. Da können wir natürlich mal gucken. Ein Tisch im Keller der Kirchen erforschen. Leichenteile erforschen. Ja, dafür muss ich diesen Tisch erstmal bauen. Das ging, glaube ich, noch nicht. Da fehlt mir, glaube ich, noch irgendwas. Aber ich will mal kurz am Ofen mal gucken. So. Was können wir hier machen? Da können wir Glas herstellen. Dafür brauchen wir Wasser. Sand haben wir da, aber wir brauchen noch Wasser. Okay. Wasser. Dann brauchen wir hier erstmal Wasser. Einmal mit sauberem Wasser. So. Wie war das jetzt hier noch? So. Wie war das hier noch? War das nicht hier? Nee, wie war denn das noch? Ach, das war, glaube ich, benutzen, ne? Glaube ich, mal 3 benutzen. Ja, benutzen müsste ich das, richtig. Irgendwas war doch da. So, dann brauchen wir natürlich gleich noch Feuerholz. Haben wir auch wieder nichts mehr, das ist natürlich schade. Brennholz haben wir da. Bräuchten wir wieder ein bisschen Brennholz. Also. Brennholz. Dafür haben wir wieder keine Holzscheite. Na gut, dann machen wir wieder Holzscheite. Da muss so echt, also. Pff. Machen wir erstmal 4. So. Also gleich wieder eine Runde pennen. Nämlich jetzt. So, dann machen wir noch ein bisschen Glas. Glas können wir doch nachher auch verkaufen. Vielleicht. So. So, dann haben wir das. Machen wir noch ein bisschen Brennholz. Was ist der Unterschied zwischen
Achso, man kann mit Brennholz auch das herstellen. Alles klar. Wieder mal. So, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Brennholz herstellen. Machen wir viermal. Sollte erstmal reichen, hoffe ich. Habe ich hier überall noch Brennholz rumliegen. So, vielleicht kriegt er aber damit schon das Feuer an. Natürlich nicht. Larven haben wir da, Wasser haben wir da, Steine, Sand haben wir nochmal da. Das muss ich auch alles nochmal erstmal loswerden. Wie schnell man zumüllt, das ist so Wahnsinn. So, da haben wir nämlich noch diese Flügel drin. Zack, die können wir dann mal daran schmeißen. Die Hanfblätter können wir gleich nebenan mal reinpacken. Das können wir auf Lager packen. Hanfsamen packen wir uns gleich mal auf Lager. Anleitung für Schlüssel. Du musst den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Ja, okay, dafür müssen wir natürlich erstmal einen Schlüssel finden. Dafür müssen wir erstmal einen Schlüssel haben. Dafür müssen wir erstmal einen Schlüssel haben. So, was haben wir hier noch? Karottensamen einmal. Das schmeißen wir rüber, das schmeißen wir rüber, das rüber, das kommt dahin. Kohl haben wir da, Karottensamen. Die können wir eigentlich auch mal einsammeln. Die Samen. 50 Karotten haben wir schon, okay. Was ist mal 50 Karotten, das passt ja wunderbar. Da können wir die auch gleich mal... Ach, okay. Nimm da alles gleich mit. Larven, Sand, das müssen wir haben, das müssen wir verkaufen, das nehme ich auch nochmal mit. Stein. Und dann können wir nämlich auch gleich die Karotten nämlich unten schon mal einlagern. Und die Steine können wir wiederum, also die fertigen Grabsteine, die können wir wiederum nachher, zack, die können wir da oben einlagern. Könnten natürlich auch. Warte mal, da waren noch irgendwo noch Kreuze, die kaputt waren. Waren das nur die hier unten? Können wir zum Beispiel das Kreuz entfernen. Und stattdessen mal einen vernünftigen Stein reinpacken. So, Grabstein, machen wir den rein. So. Hier das gleiche Spiel. Obwohl natürlich die Holzmarkierung... Ja, die ist ja auch nicht mehr so doll. Nehmen wir die auch mal raus. So, dann packen wir hier noch den Grabstein rein. Dann sind wir die eigentlich auch schon wieder los. So, haben wir schon wieder 10. Und da wollte ich jetzt den kaputten Stuff reinpacken. Stein, das können wir da reinpacken. Das lassen wir da. Das nehmen wir mit nach drüben. Das ist in Ordnung. Was hast du jetzt eigentlich noch? Hatten wir mit ihm irgendwas? Ach, 20 Schüsseln. Das Ding war das. Die müssen wir ja aber auch wieder herstellen. Gespräch beenden. Okay. Handeln. Warte mal. Ach, Kerzen und... Ja, okay. Das lassen wir nochmal. Müssen wir jetzt nicht haben. So, da bräuchten wir nochmal Stein. Hier brauchen wir nochmal Holz. Die können wir einmal komplett mal austauschen, die hier. Die Umrandung. Deswegen habe ich auch eben Stein geholt, aber das bringt mir momentan noch nicht allzu viel. So, Glas können wir jetzt herstellen. Brennholz mache ich mal. So, das ist eigentlich mir schon zu viel. 20, machen wir erstmal 20. So, dann machen wir ein bisschen. Das haben wir, das haben wir. Machen wir erstmal Glas. Machen wir jetzt mal ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas. So, dann haben wir die Karotten. Die können wir wieder eigentlich gleich wieder reinbringen. Die Samen, das können wir erstmal alles wieder einlagern. Hier, das können wir einlagern. Blümchen wäre auch mal nicht schlecht. Kiste, hier haben wir auch noch Metall draußen.
können wir eigentlich mal alles hier reinschmeißen. Pflänzchen haben wir hier, Brennholz haben wir hier, das schmeißen wir da mal rein, das packen wir da mal rein. Stein, das können wir gleich nochmal Mann behalten, da können wir vielleicht noch ein bisschen was machen mit. Das können wir einlagern. Wasser packe ich mal hier rein. So, Wasser kommt rein, die Samen, die bringen wir dann auch mal rüber. So. Dahin, dahin. Larven kommt dahin. Steine müssen wir gleich noch verhackstückeln. Na. Ach, die sind noch nicht durch, alles klar. Sah mir so fertig aus. Doch, geht doch fertig. So. So, Samen rein. So, das haben wir wieder alles. Da können wir wieder anpflanzen. Dünger. Na. Sag mal, willst du mich verarschen? So, was können wir denn pflanzen? Wir können einmal Karotten, die können wir auf jeden Fall einmal anpflanzen. Hanfsamen können wir einmal pflanzen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Von dem anderen Kram haben wir leider nicht genug. Schade. Na gut, dann haben wir erstmal wieder alles gepflanzt, was wir können. Dann machen wir wieder ein bisschen Kompost. Sonst nichts weiter. Kompost packen wir hier rein. 5 Blätter haben wir. Kompost packen wir rein. So. Wie auch. Grabstein wollte ich jetzt gar nicht. Ein Stein. Reparatur wollte ich auch nicht. Wo ging denn das noch? Warte mal. Technologien. Theologie. Das sind eigentlich so Sachen. Ach, wir hätten auch gerade, wir hätten ja auch eigentlich auch gerade in der Kirche hätten wir gleich wieder eine Rede halten sollen. Ach, Mann. Das sind alles immer so Sachen, die ich vergesse. Das ist echt nicht gut. Schreiben, das brauchen wir auch Punkte. Wir brauchen für alles jetzt Punkte. Also diese blauen Punkte. Für alles brauchen wir jetzt die Punkte. Gerade für die Sachen. Gärtnerei. Verfall. Was haben wir denn hier noch? Das können wir theoretisch erforschen. Dafür müssen wir aber erstmal Insekten freischalten. Verdauung. Da kriegen wir nämlich auch Wein. Einfacher Dünger. Waffen. Das können wir ja mal forschen. Was wir freischalten können, können wir freischalten. Holzfäller. Das wird vielleicht nochmal später interessant. So an Essen haben wir sowieso erstmal nichts weiter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal pennen. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Der Händler braucht noch ein paar Sachen. Ich würde mal sagen, auch, dass wir vielleicht... Ja, da kriegen wir zum Beispiel nichts Blaues. Ich gehe noch mal kurz runter in die Kirche und guck mal, ob wir da noch irgendwas forschen können. Weil ich glaube, ich brauche nämlich noch... brauche nämlich diese Glasbehälter, glaube ich, zum Forschen. Ich glaube, das war das eine, was mir noch fehlt.
Ja, diese Dinger brauche ich. Diese Dinger brauche ich eigentlich. So, wenn ich jetzt also zum Beispiel Glas erforschen wollen würde, bräuchte ich Glauben und die Dinger Wissenschaft. Dann mache ich mal weiter. So, ihr hattet ja geschrieben, so Papier soll ich mir mal angucken. Das kann ich eventuell erforschen und kriege dafür dann Technologie. Aber aus einfachem Papier? Aus einfachem Papier oder aus Papierbüchern? Weil macht ja eigentlich keinen Sinn, Papier, leeres Papier zu haben und das dann zu erforschen. Also, da steht ja nichts drauf. Erforschen kann ich ja eigentlich nur Sachen... Na, ist egal. Brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren. So, wir können uns ein bisschen was rauspulen. Wir können uns natürlich ein bisschen Blut nehmen. 90% natürlich schon. Wir können, weißt du, was wir auch machen können? Wir können die Leiche komplett zerfleddern und dann schmeißen wir die einfach ins Wasser. Das können wir natürlich auch machen. Wird die richtig schön toxisch. Wir müssen sowieso gleich wieder... Ja, war wieder klar. Fehlt natürlich wieder genug Energie. Satt und schmatzend. Warte mal. Mal kurz was gucken. Technologien. Schreibutensilien. Papierherstellung. Papier könnte ich herstellen. Dafür brauche ich einen Kirchenarbeitstisch. Genau. Blaupausetisch. Dafür brauche ich das. Blaupausetisch. Forschung. Sammeln alte Bücher. Okay, also alte Bücher, die brauchen wir dann zum Forschen. Einen Gegenstand zu studieren verrät dir vielleicht eine Geschichte. Okay, also müssen wir uns mal das Buch schnappen und dann damit an den Arbeitstisch. Dann brauchen wir einen Kirchenarbeitstisch, um Papier herzustellen. Kirchenarbeitstisch brauchen wir dann also. So, dann schnappen wir uns gleich mal das Buch und versuchen das mal zu erforschen. Müsste eigentlich hier dran sein, ne? Ja, hier hatte ich vier Bücher. Die sammeln wir erstmal und dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwie was hergestellt kriegen oder irgendwas erforscht kriegen. Ein bisschen Glauben haben wir. Obwohl, warte mal, ich nehme das mal vorsichtshalber mal mit. Das können wir auch mal gleich rausnehmen. Papier lassen wir nochmal hier. Ich glaube, das bringt uns nichts. So, hier in die Truhe packen wir mal den anderen Schmodder rein. Zack, zack. Glauben nehmen wir mal eben mit. Wasser lassen wir hier, den Schmutter lassen wir hier. Karotten haben wir erstmal. Da finde ich es ja schöner, bei Seven Days muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass du hier... Egal. Drückt hier die Daumen. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. So, vielleicht kriegen wir hier mal... Achso, wir haben noch die Leiche. Ach. 1000 Sachen, die man hier erledigen muss. Bevor wir hier nachher wieder so weit sind... So, Fleisch nehmen wir nochmal raus. Da können wir ja später nochmal vertickern. So, was nehmen wir noch mit? Den werden wir mal komplett mal auseinandernehmen, Kameraden. Weil wir den dann sowieso ins Wasser werfen. Fett, haben wir Fett eigentlich schon mal? So, nehmen wir noch das Gehirn noch mit. Die ist sowieso eigentlich nur noch toxisch, also nehmen wir sie mal einfach, dann passt das schon. Dann werden wir sie mal handelsüblich, werden wir sie mal entsorgen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Schwupp. Och, wollte ich nicht. So, tschüss. Wir wollen einen schönen Friedhof haben. So, dann versuchen wir das Ding mal zu erforschen. Ah, man, dieses Hin- und Hergelaufe. Na gut, ich muss dann auch mal die Abkürzung mal nutzen. Da, das Ding muss ich mal freimachen, hier, damit wir dann hier mal reinlaufen können. Hier, das Ding.
Brauchen wir allerdings dafür diese Kreissäge, glaube ich, ne? Und das war das, glaube ich. Wo wir da all das Zeug lagern. Ja, das werden wir sehen. So, wir haben die Bücher. So, die kann ich jetzt hier nicht forschen. Das geht hier nicht. Blut könnte ich jetzt forschen. Da hätte ich einmal glauben, das würde gehen, aber Wissenschaft haben wir nicht. Untersuchen geht nicht. So. So, ihr hattet gesagt Papier, aber ist das tatsächlich das Papier, was wir kaufen können? Das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Aber ihr hattet geschrieben, aus Papier krieg ich Wissenschaft. Ich probiere es jetzt noch einmal mit Papier. Na gut. Ihr sagt Papier, ich probiere Papier aus. Nein, ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Also der Automatismus hier. So, wir nehmen jetzt Papier mit. So, dann packen wir die Bücher wieder zurück. Das nehme ich mal erstmal noch mit hier, den Kram. Es ist weißes Papier. Ja, gut. Dann probieren wir weißes Papier aus. Dann müssen wir in der Tat mal sehen, dass wir diesen Tisch gebaut kriegen, damit wir selber Papier herstellen können, damit wir mehr forschen können. Außerdem brauchen wir das Papier sowieso für die Quest. Oder für eine Quest. Und das ist, glaube ich, insgesamt eher günstiger. So, also hier soll ich jetzt Papier erforschen. So, da zeigt er es mir auch an, das ist schon mal gut. Okay, beim Zerlegen dieses Gegenstands erhältst du plus 2 Wissenschaft. Okay. So, ich mache es mal beides, dann haben wir 4 Punkte. Okay, in Ordnung. So, keine Ahnung, was wir hier erforschen. Wir können ja Blut erforschen, wir können ja, glaube ich, alles erforschen. Mal das Gehirn erforschen. Uns fehlen jetzt halt dafür 3-mal Glauben. Und 3-mal Glauben fehlt uns. Und wir brauchen für das Gehirn, brauchen wir insgesamt 3 so eine Wissenschaftsdinger. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir Papier hergestellt kriegen. Und Papier kriegen wir hergestellt, indem wir diesen Kirchenarbeitstisch bauen. Dafür brauchen wir eben dort noch diese 9 Planken. So. So. Also 9, was waren das? 9 Balken. Entschuldigung, 9 Balken. Balken brauchen wir. Wir brauchen 10 Nägel. 10 Nägel. Und wir brauchen 4 komplexe Stücke. 4 komplexe Eisen. So, dann krapschen wir das mal zusammen. Dass wir diesen Tisch bauen. Moment. Tut mir leid, ich muss noch mal kurz zurücklaufen. Ich meine, ach, hier ist auch Platz. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Schon gut. Na. Gut, vielleicht kriegen wir das zusammen. Vielleicht reicht die Zeit auch, dass wir sonst noch mal zum Schmied gehen können. Brauchst du nur einen Glauben? Das kann sein, das können wir gleich mal nachgucken. Aber letztendlich brauchen wir sowieso Papier. So, wir brauchen Papier. Das heißt, wir brauchen. Hier brauchen wir diese Planken, ne? Planken. Holzplanken, das waren die. Holzreparatur können wir uns sogar auch leisten. Das machen wir aber noch nicht. Politurpaste. So. Eisenrüstung, okay. Eisenrüstung können wir auch machen. Ah, da brauchen wir das Leder für. Verstehe. Eisenmeißel. Okay, haben wir das auch schon. So, dafür brauchen wir die Balken. Dafür brauchten wir jetzt 9 Balken, also insgesamt 10 Stück. Da kriegen wir nur 12 raus, okay. So, das haben wir. Dann brauchen wir noch 10 Nägel. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir 10 Nägel, hatten wir nicht mehr, ne? 8. Na, 8 Stück haben wir. So, und dann diese komplizierten Stücke, da haben wir nochmal 2 von Metallschrott.
Metallschrott können wir auch, glaube ich, nochmal einschmelzen. Ach, guck mal, da hätten wir sogar nochmal 9 von denen gehabt. Ja, toll. So, das können wir einschmelzen. Die haben wir auch am Mann. Das ist gut. Das lassen wir auch. Das schmeißen wir da rein. Das können wir nochmal kurz mitnehmen. So, und da brauchen wir nochmal komplexe Eisen und Nägel. So, Eisennägel. Wo haben wir denn noch die Nägel draus gemacht? Achso, die Nägel waren ja richtig, die waren hier. Konnte man hier machen, richtig. Ach, Mann. Man braucht die komplexen Stücke. Sehr gut. Da fehlen uns 2 Stück. Ich glaube, 2 Stück fehlt uns. So, was fehlt uns jetzt noch? So, 2 Nägel fehlen, ne? 2 Nägel fehlen, komplexe Stücke haben wir, glaube ich, auch. 4, das reicht. Balken, Nägel brauchen wir noch 2. 2 Nägel. Ja, ist natürlich wieder... Ja, ich weiß, ich bin! Guck mal, siehst du, der Mohorst hat auch schon 107 Dingens. Das ist unglaublich. So, weiter geht's. So, die Nägel haben wir. 6 Nägel. Das müsste jetzt reichen für diesen Kirchenarbeitstisch. Dann könnten wir theoretisch Papier herstellen. Die Leiche müssen wir auch erstmal reinpacken. Wir brauchen nochmal einen Kühlschrank für die ganzen Leichen. Ich schmeiße aber erstmal hier hin. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Scheiß auf die eine Leiche. Bergams hat auch schon 101. Was habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie ich diese Punkte nenne? So. Packen wir den hier vorne hin oder dahin? Können wir auch dahin setzen oder dahin? Ach, den können wir auch rotaten. War das nicht so? Ach, wie ging das denn noch? Wie ging das noch? Oder wir setzen hier und das können wir auch hier machen. Machen wir hier hin. Fertig. So. Ach so. So, Fertigung. Schweinelederhaut. Leeres Papier können wir craften aus Schweinelederhaut. Da brauchen wir Schweinelederhaut. Och, wieder was Neues. Schweinelederhaut, das machen wir dann wiederum aus normaler Haut. Schweinsleder. Ach, Fledermausflügel geht auch. Okay, das ist interessant. Okay. Ich dachte, den müssen wir ja erforschen, aber vielleicht müssen wir die auch erforschen. Würde ja zumindest Sinn machen. So, jetzt haben wir Papier. Jetzt könnten wir noch mal hier kurz gucken. Blut, sagtet ihr, brauchen wir nur einen für oder für Fleisch, ne? Brauchen wir nur einen. Okay, untersuchen. Dann müsste es jetzt ja blaue Punkte geben. Erfolgreich studiert Fleisch. Dieser Gegenstand kann zerfallen in. Ah, guck dir an. 20 Punkte. Oh, endlich. Sehr gut. Freut mich. So, das heißt, wir haben jetzt aber sowieso keinen Glauben mehr. So ein Elend. Schweinslederhaut haben wir jetzt noch. Schweinslederhaut. Das können wir dann auch mal zu Papier umarbeiten. Genau. Huch. Ach, sag nix. Sehr schön. Dann könnte ich eigentlich auch schon die Quest fertig machen für den in der Taverne, den Kerl, weil dann habe ich eigentlich auch genug Material zu Hause. Da
Weil dann könnten wir die Flügel... Die Flügel könnten wir noch fertig machen. So, Haut hatten wir gar nichts mehr. Ach doch, da haben wir noch zweimal Haut. Ich würde aber sagen, wir nehmen nur einmal Haut mit. Einmal Haut und wir hatten noch Flügel hier. Davon nehmen wir auch nur 4 Stück mit. Falls wir die mal erforschen können. Vielleicht können wir die auch erforschen. Da gehe ich mal von aus, dass wir die erforschen können. Dann haben wir Papier und wir hätten die Tinte, um dann nachher sogar unsere Quest aufzulösen. Sehr schön. So, Blut. Ich lasse erstmal alles hier, was wir nicht mehr erforschen können. Weil wir sowieso nichts zum Erforschen dabei haben. Also von daher ist es eigentlich egal. Papier haben wir dabei, das können wir machen. Das kommt alles draußen hin. Eisen kommt draußen hin. Knochen lassen wir, glaube ich, mal hier. Ja. Gut. Eisen und den ganzen Schmodder, den packen wir draußen hin. So. So, Holz brauchen wir hier nicht, das können wir da reinschmeißen. Eisen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das werden wir gleich mal ummünzen zu Papier. So.